Die Veranstaltung beginnt jetzt noch nicht mit dem offiziellen Teil, sondern mit dem inhaltlichen Teil, sondern wir möchten erstmal den DolmetscherInnen die Gelegenheit geben, die DolmetscherInnen von Interprice, die Gelegenheit geben, sich vorzustellen und darauf hinzuweisen, dass Sprache und Sprachvermittlung und damit auch Übersetzung immer auch politisch sind. Ja, schönen guten Abend. Interprice ist ein Kollektiv aus Menschen mit Dolmetscherfahrung aus Leipzig. Unser Anliegen ist es, Gruppen und Initiativen zu unterstützen, die sich politisch, sozial oder kulturell gegen Herrschaftsverhältnisse einsetzen, indem wir sie mit der Arbeit der Sprachmittlung bei Veranstaltungen unterstützen. Als DolmetscherInnen möchten wir die Wichtigkeit unserer Arbeit verdeutlichen, denn wie Susanne gerade schon gesagt hat, Sprache ist nicht nur ein Werkzeug für Kommunikation. Sie ist grundsätzlich politisch, denn Sprache schafft Realität, spiegelt und reproduziert Machtverhältnisse, kann Barrieren schaffen oder überwinden, je nachdem, wie wir sie einsetzen. Außerdem wollen wir der Sprachmittlung, die zu oft als maschinenartige Dienstleistung behandelt wird, ein Gesicht geben und als Gruppe mit eigenen politischen Anliegen präsent zu sein. Denn Verdolmetschung ist keine maschinelle Dienstleistung. Vielen Dank, Lilo. Es war auch in den vergangenen Malen sehr beeindruckend, was ihr geleistet habt. Okay. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend, in welcher Zeitzone auch immer Sie gerade sind. Mein Name ist Susanne Heeg. Ich bin Professorin der Romangeografie an der Goethe-Universität Frankfurt und darf Sie jetzt nach der Pause zwischen den Jahren im Namen der KooperationspartnerInnen der turbulenten Psychen, also dem Institut für Sozialforschung, Medico International und dem Institut für Humangeografie zur ersten Sitzung im neuen Jahr begrüßen. Wir müssen leider konstatieren, dass die Frage nach den psychosozialen Dynamiken und den Affekten, die durch die Pandemie hervorgebracht wurden und werden, nichts von ihrer Dringlichkeit verloren haben. Von Welle zu Wand, der Wandel der grafisch-metaphorischen Darstellung der Omikron-Infektion als Wand statt als Welle setzt alarmistische Zeichen. Genauso wie überstürzte Kappungen des Flugverkehrs zum afrikanischen Kontinent und wieder erstarkende rassistische Projektionen auf die neue Mutation. Weder ist die Pandemie vorbei, noch sind es ihre Verschränkungen mit den Pandemien des Rassismus, des Autoritarismus, der Gender-Based Violence und so weiter. Was macht in diesen Verhältnissen nun ein emphatisch-solidarisches Wir aus, wenn es nicht die Sehnsucht danach ist, die Verhältnisse zu ändern, die uns umgeben? Veronika Gago und Ilsa Dolin unterstrichen, dass eine Verteidigung gegen die Verhältnisse und ihre Affekte der Angst, Einsamkeit und Ohnmacht eben auch die intimen Beziehungen sind, die nicht nur Selbst-, sondern auch Fremdverteidigung sind. Auch in der Pandemie geht es darum, wie Vanessa Thomson über das Fanonsche Bild der Verdammten dieser Erde sagte, die soziale Produktion und Produktionsverhältnisse von Verdammten zu analysieren und vor allem auch in Beziehung zu bleiben mit den Verdammten ist von hoher Relevanz. Tatsächlich sind es vielerorts die Verdammten dieser Erde, die unsere sozialen Reproduktionen ermöglichen. Deren Tätigkeit ist die Grundlage für das Funktionieren von Gemeinwesen. Denn die Reproduktionsarbeit, das heißt Sorgearbeit, Care-Work, ist überall der Kitt, der die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Aber dies geht mit überaus gebeutelten SorgearbeiterInnen einher. Das macht die Pandemie deutlich. Unter dem Titel Fürsorge wieder die Ausbeutung erkundet diese Veranstaltung feministische Ökonomiekritik ebenso wie Emotionen, die rund um Care an die Oberfläche der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen drängen. Wie können wir den ausbeuterischen Charakter der Care-Arbeit bzw. Care allgemein in eine Quelle des Kampfes und die Fürsorge in ein Gefühl der Sehnsucht nach einer Revolution für das Leben verwandeln? Wo sehen wir Widerstand und Solidaritätsnetzwerke wachsen? Was sind die Herausforderungen dabei? Leider musste Cynthia Arusa ihre Teilnahme für die heutige Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen absagen. Mit Clemencia Correa,
der Leiterin der feministischen Menschenrechtsorganisation Aluna, wird deshalb an ihrer Stelle Julia Dück von der Rosa-Luxemburg-Stiftung sprechen. Über ihre Bereitschaft, kurzfristig zur Verfügung zu stehen, freuen wir uns sehr und sind auch sehr gespannt. Denn Julias Arbeitsschwerpunkte sind marxistische und feministische Gesellschaftstheorie, insbesondere gesellschaftliche Kämpfe um Care und Care-Arbeit in der Krise. Damit ergänzen ihre Perspektiven wunderbar die aktivistische Perspektive von Clemencia Correa zur Fürsorge in der Polypandemie. Moderiert wird die heutige Sitzung von Jana Flörchinger. Jana arbeitet freiberuflich als Referentin und Autorin zu feministischen Strategien und patriarchaler Gewalt in Deutschland und Lateinamerika. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie der Universität Jena und als Aktivistin in vielfältigen Aktionen und Netzwerken aktiv, auch zum Thema Care. Ich selbst kenne Jana seit 2017, als wir gemeinsam mit Timo Dorsch und Börjes Nehe den Kongress Geografien der Gewalt vorbereitet haben, wozu in den nächsten Monaten auch eine Publikation im Mandelbaum Verlag erscheinen wird. Sie ist mir von daher noch lebhaft als eine kreative, engagierte und im positiven Sinn streitbare Person in Erinnerung. Das ist die Basis und ich denke, liebe Jana, jetzt hast du die Bühne. Ich freue mich. Ja, vielen Dank, liebe Susanne, für die Einführung und auch vielen Dank meinerseits an Interprice für eure wichtige Arbeit, die ja auch nochmal, wie ihr gerade gesagt habt, transparent macht, wie wichtig Sprache ist und wie vermachtet Sprache aber ist, was ja letztendlich auch eines der Themen ist, das wir heute diskutieren und sich auch durch die Veranstaltungsreihe zieht. Deswegen auch meinerseits herzlich willkommen an euch alle, an Sie alle zu der Veranstaltung Fürsorge, wieder die Ausbeutung in der Reihe Turbulente Psychen. Und wie Susanne gerade schon angedeutet hat, beschäftigt sich diese Reihe einerseits mit den affekthaften politischen und sozialen Folgen der multiplen Krisen, teilweise hervorgebracht, vor allem aber verschärft durch die Pandemie. Andererseits geht es aber auch darum, wie solidarische Fluchtpunkte denn aussehen können unter diesen Aspekten. Und während sich die bisherigen Sitzungen vor allem damit beschäftigt haben, wie man Emotionen von Angst und Verwirrung entwirren kann und wie kollektive solidarische Umgangsformen im Kontext von Trauer und Wut während der Pandemie aussehen kann oder können, steht heute ein Streben nach Bindungen im Fokus. Also wie funktionieren Beziehungsweisen und Subjektivierungsweisen während der Pandemie und aber auch darüber hinaus, wofür ich persönlich und wir auch in der Vorbereitung strenge feministischer Ökonomiekritik für besonders aufschlussreich halten. Denn dieses Streben nach Bindung geht nämlich davon aus, dass Menschen in Beziehungen stehen und das wiederum rückt Aspekte von Care- und Sorgearbeit in den Fokus. Wir fragen also, welche Affekte und Bindungen entstehen aus den Erfahrungen, die wir in der Pandemie machen. Und inwiefern lassen sich aber auch neue Ansatzpunkte für Beziehungs- und Lebensweisen hervorbringen unter der Berücksichtigung, dass wir es mit einer extremen Ungleichheit zu tun haben. In einer der letzten Sitzungen haben Veronica Gago und Elsa Dollen angesichts patriarchaler Gewalt und dem zunehmenden Gefühl der Ohnmacht über politische Selbstverteidigung sowohl im Nachbarschaftsviertel, aber auch über Kontinente hinweg diskutiert. Und an diese Überlegungen möchten wir auch heute Abend anknüpfen in der heutigen Sitzung und stellen dabei jedoch nochmal stärker Beziehungsweisen und Subjektivierungsprozesse in den Fokus, die wir unter den Aspekten von Care- und Sorgearbeit diskutieren werden. Also Tätigkeiten, also Sorgearbeit, Care-Arbeit, Tätigkeiten, auf die jeder Mensch angewiesen ist, wenngleich der Zugang zu Care ganz ungleich verteilt ist und die Frage, wer diese Arbeit eigentlich leistet, wer davon profitiert und warum sie so extrem ungleich verteilt ist, nur unter der Berücksichtigung von Geschlecht, Klasse und kolonialen Kontinuitäten beantwortet werden kann. Rita Segato, wie das hat auch gerade Susanne kurz erwähnt, hat in dieser Reihe auch einmal erwähnt, dass die Pandemie gezeigt hat, dass Care wie eine Art Kit funktioniert
der alles zusammenhält. Und auch wenn Feministinnen bereits seit mindestens 60 Jahren genau auf diesen Umstand und auf diese Verhältnisse hinweisen, hat sie natürlich trotzdem einen sehr wichtigen Punkt dabei. Denn selten liegt es so offen auf der Hand, dass Care- und Sorgearbeit keinerlei Wert beigemessen wird, obwohl alle Menschen auf sorgende Tätigkeiten angewiesen sind. Und das bringt uns oder das bringt uns und mich jetzt auch zu dem Punkt, dass Sorgearbeit unmittelbar auf soziale Beziehungen wirkt, solidarische Praktiken und Umgangsweisen hervorbringen kann. Und damit sind Care-Tätigkeiten auch eine Voraussetzung, um soziale Gefüge zu stärken. Und zugleich unterliegt Sorgearbeit aber auch Prozessen der gesellschaftlichen Prekarisierung, in dem Sorge nicht oder ungenügend erbracht wird oder in hierarchisierten Verhältnissen geleistet werden muss. Und andererseits zwingt uns Sorge aber auch in ihrer Alltäglichkeit und vor allem in ihrer Alltäglichkeit dazu, gegenseitige Abhängigkeiten anzuerkennen, da wir alle, und zwar in jeder Beziehung, zugleich Sorgeleistende sind, aber auch EmpfängerInnen von Sorgeleistungen sind. Das Panel heute Abend oder die Diskussion heute Abend folgt also den Fragen, wie sich Diskurse und Emotionen rund um das Thema Care- und Sorgearbeit im Zuge der Pandemie verschoben haben und welche sozialen Dynamiken das aber auch ausgelöst hat. Weiter wollen wir darüber diskutieren, inwiefern wir unter der Berücksichtigung des ausbeuterischen Charakters von Care- und Sorgearbeit, aber auch Sorgearbeit sozusagen als Ausgangspunkt für Kämpfe denken können. Wo sehen wir vielleicht auch schon bereits Widerstand? Was sind denn die solidarischen Netzwerke, auf die wir uns beziehen können? Und wo liegen aber auch Herausforderungen, wenn wir Care als Ausgangspunkt für Kämpfe denken? Und daher geht es nicht zuletzt auch darum, wie die Pandemie uns verändert. Und mit uns ist natürlich ein fragmentarisches Wir gemeint, kein einheitliches Wir, sondern ein Wir, das ganz unterschiedlich an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Kämpfe zu führen hat. Und um diesen Fragen nachzugehen, haben wir Clemencia Correa und Julia Dück eingeladen, die Susanne auch gerade schon vorgestellt hat. Julia ist Referentin für soziale Infrastrukturen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ihre Arbeitsschwerpunkte sind marxistische und feministische Gesellschaftstheorie und Geschlechterverhältnisse sowie gesellschaftliche Kämpfe im Care in der Krise. Clemencia Correa ist Psychologin und kommt aus Kolumbien. Und 2013 gründete sie in Mexiko Aluna Acompañamiento Psicosocial, eine NGO, die sie auch heute noch leitet. Und Aluna begleitet gefährdete MenschenrechtsverteidigerInnen und JournalistInnen und verfolgt dabei kollektive sowie intersektionale Ansätze. Seit 30 Jahren leistet Clemencia psychosoziale Begleitung für Betroffene von politischer Gewalt sowie von Menschenrechtsorganisationen in verschiedenen Ländern Lateinamerikas. Und außerdem hat sie psychosoziale Bewertungen gemacht vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte. Liebe Julia, auch an dieser Stelle von meiner Seite, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute Abend mit uns zu diskutieren. Und dabei ist natürlich auch nicht zu vergessen, dass nicht nur das pandemische Geschehen, sondern auch der soziale und politische Kontext in Mexiko und in Deutschland in vielerlei Hinsicht kaum zu vergleichen sind. Und dennoch haben wir uns dazu entschieden, zwei Referentinnen einzuladen, die in ganz unterschiedlichen Kontexten arbeiten, um auch die verbindenden Aspekte von Sorge im Kontext von Sorge nachzugehen, ohne dabei natürlich die unterschiedlichen Voraussetzungen, ökonomischen Bedingungen und vermachteten Zugänge zu Sorge und Care zu vernachlässigen. Denn was die Ansätze beider Referentinnen auf ganz unterschiedliche Weise zeigen, ist, dass sich sorgende Tätigkeiten einer Automatisierung und einer Rationalisierung entziehen und damit diametral zur gegenwärtigen neoliberalen Form des Kapitalismus stehen. Denn diese neoliberal-kapitalistische Form beruht auf der Annahme autonomer, männlicher, weißer Subjekte, die stets befähigt sind, Leistung zu erbringen. Und diese Form des Kapitalismus erschöpft systematisch unsere kollektiven und individuellen Kapazitäten für die Regeneration von Menschen und Lebensweisen. Und damit kommen wir zu der Frage, welche Herausforderungen denn damit auch einhergehen, aber auch welche Aspekte der Fürsorge zum Ausgangspunkt für neue und andere soziale Beziehungen werden können.
So, und liebe Clemencia, du setzt dich ja für eine kritische Diskussion über den Umgang mit Corona ein und problematisierst neben den psychosozialen Auswirkungen auch die sozialen Konfliktlinien, die besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen betreffen. Und in einem Text, den ihr bei Aluna im Zuge der Pandemie veröffentlicht habt, betont ihr die Notwendigkeit kollektiver Sorgepraktiken. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie ihr bei Aluna der drohenden Individualisierung und Einsamkeit während der Corona-Krise, aber auch der Bedrohung und der Verfolgung aufgrund von politischer Arbeit mit kollektiven Praktiken entgegnet. Dafür würde ich dir jetzt gerne das Wort geben. Gracias, Hanna. Es un gusto también estar contigo, Julia, y bueno, agradecer a Médico Internacional. Vielen Dank, Hanna. Vielen Dank auch, Jana, Julia. Ich freue mich, heute hier mit euch zu sein und über dieses Thema zu sprechen. Aber ich möchte vorher kurz erklären, was der Rahmen meiner Arbeit ist. Also bei Aluna legen wir sehr viel Wert auf einen psychosozialen Ansatz. Das heißt, wir versuchen, die Konsequenzen politischer Entscheidungen zu verstehen und sie auch quasi auf die Menschen, auf den sozialen Kontext zurückzuführen. Das heißt, wir versuchen, ökonomische Faktoren und auch politische Faktoren, private Faktoren miteinander zu verbinden. Das heißt, die Machtbeziehungen sind sehr wichtig für unsere Arbeit. Ich mache diese Arbeit jetzt schon seit vielen Jahren und die Werkzeuge, die wir nutzen, sind nicht nur psychosozial, sondern auch politisch. Und es geht auch viel um Sicherheit. Das heißt, viele Menschen, mit denen wir arbeiten, die wir quasi begleiten, sind einer großen Gefahr ausgesetzt durch ihre Arbeit. Ein bisschen langsamer bitte, Clemencia. Das heißt, unser Fokus ist ein psychosozialer. Und das bedeutet, dass es nicht nur ein klinischer, psychologischer Ansatz ist, sondern es ist eher ein anderer Ansatz, ein sozialer Ansatz, der eben darauf schaut, was bestimmte Dinge, bestimmte Entwicklungen, Entscheidungen mit den Menschen machen. Das heißt, es ist eher ein pädagogischer Ansatz. Und es impliziert natürlich auch, dass wir politische Dinge mit einbeziehen. Denn wir haben oftmals beobachtet, dass vor allem soziale Beziehungen zerbrechen an politischen Entscheidungen, an der Pandemie etc. Das heißt, was hat Covid oder Corona mit einem intersektionalen Ansatz zu tun? Darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte auch betonen, dass es nicht möglich ist, die Pandemie quasi getrennt von sozialen Entwicklungen und Veränderungen zu sehen. Die Pandemie muss betrachtet werden aus einem intersektionalen Blickwinkel. Das heißt, man muss die Kategorien Race, aber auch soziale Klasse und Geschlecht mit einbeziehen. Und das war nur kurz meine Einladung. Und jetzt kurz zum Kontext der Pandemie. Also, was Corona angeht, gibt es sehr viele unterschiedliche Auswirkungen und Folgen. Und das alles beeinflusst unsere Subjektivitäten, sowohl die individuelle als auch die kollektive. Für uns bedeutet das Folgendes. Wir sprechen da von einem psychosozialen Trauma, um zu verstehen, wie Corona, wie die Pandemie sich auf uns auswirkt und auch auf unsere Subjektivitäten. Das heißt, wir reden da wirklich von einem psychosozialen Trauma. Das heißt, Covid-19 ist zu vergleichen mit einem gewaltsamen Ereignis, das Ursachen hat, aber auch Folgen auf persönlicher, kollektiver und sozialer Ebene. Das heißt, psychosoziale Traumata bei politischen Subjekten äußern sich zum Beispiel dadurch, dass die Menschen Angst haben, Schuldgefühle, sich erschöpft fühlen, aber sich auch ohnmächtig fühlen, dass viele soziale Beziehungen abgebrochen werden. Das heißt, es gibt Auswirkungen sowohl körperlich als auch emotional.
Und diese Auswirkungen überlagern sich mit dem Kontext soziopolitischer Gewalt, die wir in Mexiko schon seit Jahrzehnten beobachten können, wie Korruption, Straflosigkeit und Menschenrechtsverletzungen. Das heißt, das ist unser Ausgangspunkt. Da versuchen wir anzusetzen und Menschen und Organisationen zu begleiten. Wir versuchen also auch eine ökonomische Struktur sichtbar zu machen, die schon lange da war, aber über die noch nicht gesprochen wurde in diesem Zusammenhang. Und vor allem im Bereich der Menschenrechte, das heißt Menschen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, sind besonders stark betroffen von diesen Formen der Gewalt. Das heißt, unsere Begleitung geht von verschiedenen Faktoren aus. Wir begleiten also Individuen, aber auch Organisationen. Und das wollte ich nur kurz erklären, denn das ist der Kontext unserer Arbeit. Etwas, was wir auch tun und was auch Rita Segato schon erwähnt hatte, ist das Folgende. Wir fokussieren uns auch ganz stark auf Klassenpolitik. Denn Klassenpolitik hat sehr viel auch mit Gesundheitsversorgung zu tun. Es gibt eben Menschen mit mehr Macht und mit mehr Einfluss. Und es geht auch darum, darüber nachzudenken, wer trifft politische Entscheidungen in dieser Welt und welche Auswirkungen hat das auf verschiedene Bevölkerungsgruppen. Das alles wollen wir eben sichtbar machen mit Alona. Und davon ausgehend wollen wir den Menschen eben helfen, die Pandemie zu bewältigen, aber auch ja, widerständig zu bleiben und nicht quasi ja, sich zurückzuziehen angesichts der verschiedenen Formen der Gewalt, die sie erfahren. Wir möchten also lokal Gruppen stärken und auch Menschen stärken. Wir haben natürlich im Zuge der Pandemie auch gesehen, wie sich die Gewalt aufgrund des Geschlechts oder ja, Geschlechtergewalt vergrößert hat. Und dass auch die Probleme der Arbeiterklasse gewachsen sind. Und die letzte Sache, die ich quasi zu der Kontextualisierung hinzufügen möchte, ist folgende. Ich möchte da über die virtuellen Auswirkungen sprechen, die sogenannten virtuellen Auswirkungen, die Auswirkungen der Technologie, die wir nutzen. Denn dadurch werden natürlich auch Beziehungen verändert. Das ist also unser Rahmen, unser Kontext. Und ausgehend davon möchte ich über einige der wichtigsten Auswirkungen der Pandemie sprechen und was sie mit uns bei Aluna quasi gemacht hat. Ich sage nicht, dass wir Lösungen dafür haben, aber es sind zumindest Werkzeuge, mit denen wir versuchen, dem Problem zu begegnen. Und vielleicht gibt es später noch einmal Zeit, näher darauf einzugehen. Also wenn wir quasi aus psychosozialem Ansatz heraus die Krise anschauen und auch politische Subjekte anschauen, kann ich Folgendes sagen. Eine sehr wesentliche Auswirkung ist natürlich der Bereich der Arbeit. Unsere Arbeit. Wir konnten nicht mehr Personen persönlich begleiten. Das heißt, diese Beziehung ist schon mal kaputt gegangen durch die Pandemie. Das heißt, sich anfassen, persönlichen Kontakt haben, um Beziehungen aufrechtzuerhalten, all das ist quasi durch die Pandemie zu Bruch gegangen. Das ist aber ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Denn das bewirkt natürlich, dass wir uns gegenseitig vertrauen können, Vertrauen aufbauen können, auch zu den Menschen, zu lokalen Projekten etc. Das heißt, diese Form des virtuellen Arbeitens durch die Pandemie ist ein Einschnitt gewesen in unserer Arbeit. Wir konnten uns nicht mehr treffen, das war ja in ganz vielen Teilen der Welt so.
Und natürlich hat man versucht, durch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen sich trotzdem zu treffen. Aber es ist natürlich sehr schwierig, in Kontakt zu bleiben. Und ich glaube, das gilt für alle sozialen Beziehungen. Es ist sehr schwierig, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich möchte auch über soziopolitische Gewalt sprechen. Denn das ist etwas sehr Elementares der Pandemie gewesen und auch etwas Elementares für die Diktatur. Denn durch diese Isolierung voneinander ist es natürlich auch einfacher, bestimmte politische Ideologien an die Menschen zu tragen und wie auch immer wieder zu wiederholen. Es gibt keine Möglichkeit mehr, sich quasi direkt auszutauschen. Das heißt, auch politische Analysen sind für unsere Arbeit sehr wichtig. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, auch den Analysen der großen Massenmedien etwas entgegenzusetzen, unsere persönlichen Analysen den Menschen näher zu bringen. Denn unser Blick auf die Kultur und auf die Welt und auf die Pandemie ist natürlich eine andere als die über die Massenmedien vermittelt wird. Ein anderes Thema, ein anderer Faktor ist die Ohnmacht. Und auf der psychoemotionalen Ebene können wir eben feststellen, dass es immer mehr Unsicherheit und Ohnmacht gibt und dass eben das fehlende Wissen über das, was überhaupt passiert, über Ansteckungen, über die Pandemie, dass all dies eben eine Auswirkung der Pandemie ist. Und vor diesem Hintergrund haben wir eben mit verschiedenen Organisationen zusammengearbeitet, damit wir den Menschen auch Gewissheit vermitteln können, dass wir ihnen Wissen vermitteln können, damit sie auch sehen können, was sie auf individueller und kollektiver Ebene trotzdem noch schaffen und tun können. Das heißt, es ging darum, Sicherheit zu schaffen und inmitten all dieser Nachrichten und dieses Chaos, die Menschen zu ermutigen, trotzdem weiterhin Verantwortung zu übernehmen und ihre aktive Rolle bei täglichen Entscheidungen weiter einzunehmen. Das heißt, es geht sehr viel darum, den Menschen, die unsicher sind, die Fragen haben, Antworten zu geben und dadurch natürlich auch unsere Lesart der Pandemie zu stärken. Das vierte Element hat mit der Angst zu tun. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Ängste. Es gibt die Angst, sich anzustecken. Es gibt die Angst, Freundinnen, Angehörige anzustecken. Und es geht wirklich darum, mit dieser Angst umzugehen. Das ist auch etwas, was wir bei Aluna versuchen umzusetzen. Also natürlich gibt es Ängste. Aber es ist eben wichtig zu akzeptieren, dass es Ängste gibt, sie zu erkennen und auch zu sehen, wie wir am besten mit dieser Angst umgehen können. Und wir haben eben versucht, der Angst etwas entgegenzusetzen, und zwar mit kollektiven Antworten. Und da ist natürlich sehr wichtig, zwischen Angst und Risiko zu differenzieren. Das heißt, es geht darum, die Angst nicht zu maximieren, zu verstärken, sondern zu sehen, dass zum Beispiel ein Risiko ist etwas, das wir berechnen können, das so ein bisschen vorhersehbar ist. Und da war es uns eben wichtig, ein Gleichgewicht zu finden und zu vermitteln, es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Risiko. Es gibt eben Vorsorgemaßnahmen, aber auch reaktionäre Maßnahmen. Und da muss man eben unterscheiden. Und ein anderer sehr wichtiger Faktor ist natürlich die Trauer. Über Trauer zu sprechen ist sehr wichtig und wir versuchen auch eine kritische Perspektive einzunehmen. Wir haben natürlich verschiedene Rituale, um mit Trauer umzugehen. Und wir können immer noch nicht so richtig einschätzen, was diese andauernde Trauer zum Beispiel um die frühere Lebensweise, dadurch, dass viele soziale Beziehungen zu Bruch gegangen sind, was das alles mit uns langfristig machen wird. Daher arbeiten wir aber auch im Rahmen der Begleitung der Trauer an der Verarbeitung dieser Trauer. Das heißt, wir versuchen, den Menschen beizubringen, wie sie Stress, Schuldgefühle etc. erkennen können. Und
Es geht eben darum, den Alltag zurückzugewinnen, sich nicht durch die Pandemie die Struktur nehmen zu lassen, sich komplett zu verlieren im Alltag. Denn viele trauern natürlich auch dem Leben nach, was sie vielleicht vor der Pandemie haben, dem Alltag, den sie vorher hatten, und merken vielleicht nicht, dass der Alltag gerade zerbricht und sie eigentlich keinen Alltag mehr haben. Okay, ich versuche ein bisschen zu kürzen und mich kurz zu fassen. Ich möchte kurz auch über Schuldgefühle sprechen. Das heißt, es geht für uns auch darum, den Menschen beizubringen, wie sie mit Schuldgefühlen umgehen können. Das heißt, Schuldgefühle, weil sie jemanden angesteckt haben, weil sie zum Beispiel einen geliebten Menschen verloren haben, etc. Und den Menschen eben zu helfen, zu erkennen, wo die eigene Verantwortung liegt, was aber auch quasi nicht in der individuellen eigenen Hand liegt, sondern sich der individuellen Kontrolle entzieht. Und diese Unterscheidung hilft wirklich, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen und sich aber auch von einer Schuld zu befreien, die gar nicht individuell zu verschulden ist. Und was wir wichtig finden in Bezug auf Schuldgefühle, ist zum Beispiel, dass wir eine Verantwortung entwickeln, dass wir aber auch in zum Beispiel politischen Organisationen Verantwortung füreinander übernehmen. Das heißt, es geht nicht darum, zum Beispiel Maßnahmen zu befolgen, die die Regierungen oder Städte vorschreiben, das natürlich auch, aber es geht auch darum, neue Maßnahmen, kollektive Maßnahmen zu erforschen und auch anzuwenden. Das heißt, es muss sich immer die Frage gestellt werden, wer ist schuld an der Situation? Und es ist wichtig, dass die Menschen eben dort differenziert diese Frage versuchen zu beantworten. Das heißt, es geht wirklich um Verantwortung, kollektive Verantwortung in politischen Projekten, aber auch ja, auf individueller Ebene. Und ich möchte ganz zum Schluss noch sagen, dass natürlich, obwohl alles sehr schlimm scheint, wir uns auch auf positive Aspekte konzentrieren. Das heißt, die kollektive Fürsorge ist etwas, das jetzt gerade sozusagen ja, verstärkt, erprobt und auch angewendet wird. Und das ist etwas, wo wir ansetzen müssen. Und ich spreche jetzt nicht nur von Frauen, die sich füreinander sorgen und sich helfen, sondern dass auch zum ersten Mal vielleicht Männer sich mit integrieren. Und all das ist eben wichtig, aus diesem Ansatz ein politisches Projekt zu schaffen. Wir haben also sehr viele Herausforderungen vor uns. Aber das Wichtigste ist, dass wir einen Blick auf die Beziehung zueinander, untereinander werfen. Das heißt, es geht darum, weg von dieser individualistischen Logik zu kommen, hin zu einer kollektiven Logik. Es gibt sehr viele Streitpunkte, es gibt auch sehr viele Probleme. Aber im Kern geht es darum, die Beziehung zueinander nicht zu verlieren, die Beziehung zueinander zu verbessern und um kollektive Fürsorge. Das heißt, dass wir füreinander da sind und uns stärken. Und dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wie können wir dieses Virtuelle eben nutzen, um kollektiv uns zu stärken, uns zu helfen. Das heißt, das Virtuelle nicht als etwas zu nutzen oder zu sehen, was uns kontrolliert, sondern als ein Werkzeug zu sehen, das wir nutzen können, um Beziehungen untereinander aufrechtzuerhalten. Also vieles funktioniert nun leider heutzutage oder jetzt virtuell, aber wie können wir uns das zu eigen und zu nutzen machen? Ich mache jetzt hier erstmal Schluss, weil ich glaube, dass das Thema sehr breit ist. Das waren nur einige Schlüsselpunkte und vielleicht reden wir nachher noch einmal näher über andere Dinge, aber so viel erstmal dazu. Ja, Clemencia, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input. Das sind super spannende Einblicke in eure Arbeit und auch danke, dass du nochmal darauf hinweist, auf diese Unterscheidung zwischen Angst und Risiko. Das finde ich einen super wichtigen
super wichtigen Gedanken in dieser ganz, in der, im Umgang mit dem, mit der Pandemie, aber auch generell mit den multiplen Krisen, die auch über die Pandemie natürlich hinausgehen, um einfach auch, weil Risiko natürlich bedeutet, dass man auch was, dass man das was mit etwas Kalkulierbarem zu tun hat. Und Angst ist einfach immer was sehr Konfuses, was Lähmendes. Und mich erinnert das tatsächlich an, an den Psychologen Carlos Beristain, den du ja auch kennst. Der hat mal gesagt, wir müssen von der Konfusion, also von der Verwirrung zur Komplexität gelangen, um eine politische Gemengelage zu verstehen, weil diese, das Verständnis, die, sozusagen die Lesart von einer, von der Gewalt, die wir erleben, uns natürlich das quasi die, das Fundament ist, um auch handlungsfähig zu bleiben. Und genau, mit eurer Arbeit macht ihr ja genau das und nähert euch sozusagen einem gemeinsamen Verständnis von der Situation, wo euch natürlich auch die jahrzehntelange Erfahrung bei Aluna zugutekommt, ihr arbeitet ja schon seit vielen Jahren genau in diesem Bereich und darauf basierend dann auch kollektive Umgangsformen zu entwickeln. Und mit dieser Perspektive auf kollektive Strategien des Füreinander-Daseins, auch als politische Praxis, möchte ich gerne an dich weitergeben, Julia. Und vielleicht kannst du auch genau an diesen Gedanken der politischen Strategie anknüpfend etwas über die Pflegestreiks der im vergangenen Jahr, vor allem hier in Berlin, erzählen, die ja ihren Ursprung schon sehr viele Jahre vor der Pandemie haben, auch wenn sie jetzt letztes Jahr nochmal unter anderen Bedingungen stattgefunden haben, beziehungsweise nochmal andere Debatten losgetreten haben. Und wir haben neulich auch darüber kurz gesprochen, über den ideologischen Angriff auf Care und Sorgearbeit. Und vielleicht kannst du auch noch mal erklären, was du denn damit meinst und wie hängt das mit einem Krisenbegriff zusammen, der auch das Denken und das Fühlen und das Handeln der Subjekte umfasst. Ja. Ja, danke. Ich freue mich sehr, dass ich hier einspringen durfte und freue mich daher auch, heute jetzt hier was zum Titelthema quasi zu sagen, Fürsorge wieder die Ausbeutung. Ich knüpfe an einem Gedanken quasi an, den Jana vorher in der Einleitung auch schon gesagt hat, dass die Krise, dass die aktuelle Pandemie die Krise der sozialen Reproduktionsverhältnisse oder die Krise der sozialen Reproduktion, zu der ich jetzt gleich sprechen werde, nicht hervorgerufen hat, aber eben verstärkt hat. Und zwar an bestimmten Punkten, die ich dann am Beispiel der Krankenhauskämpfe auch nochmal plastisch machen will. Bevor ich aber genau auf diesen letzten Punkt eingehe, wollte ich vorneweg erstmal mich begrifflich dieser Frage annähern, und zwar einfach auch deswegen, weil mit Krise der sozialen Reproduktion, der Sorge von Care, der Fürsorge, wie man schon allein an dieser Begrifflichkeit merkt, ganz unterschiedliche Sachen manchmal gemeint sind. Deswegen würde ich zunächst kurz sagen, was sozusagen für unterschiedliche Krisenbegriffe in der Debatte existieren und dann kurz auch nochmal erläutern, was mein eigener Zugang dazu ist, um dann zu zeigen, wie ich vor diesem Hintergrund auch die Auseinandersetzung in den Krankenhäusern mir angucke, beziehungsweise was ich da gerade sehe und wo sich da auch Krisenmomente verschärfen und was das dann auch mit dem ideologischen Angriff zu tun hat, den Jana gerade schon erwähnt hat. Wenn man sich die Krise der sozialen Reproduktion, der Sorge oder von Care anguckt, würde ich sagen, dass man eigentlich so zwei unterschiedliche Krisenbegriffe voneinander unterscheiden kann, die in der Debatte wodurch man die Debatte so grob strukturieren könnte. Das eine ist sozusagen Krise der sozialen Reproduktion und wird benutzt im Sinne von einer in Anführungsstrichen stofflichen Zerstörung von Menschen, also der Tatsache, dass Menschen sich alltäglich, aber auch auf Ebene der Generationen nicht mehr reproduzieren können. Und dieser Strang des Krisenbegriffs knüpft eigentlich an so einer marxistisch-feministischen Verständnis davon, was soziale Reproduktion meint. Nämlich die Tatsache, dass eben anschließend an Marx davon ausgegangen wird, Kapitalismus ist
notwendig auf die Reproduktion von Arbeitskraft angewiesen, nämlich alltäglich, weil eben die Produktion am Laufen gehalten werden muss, aber auch generationell, weil Menschen immer wieder aus dem Produktionsprozess ausscheiden und deswegen quasi für Ersatz gesorgt werden muss. Und unter Krise wird dann eben verstanden, wenn diese alltägliche und generationelle Reproduktion nicht mehr gewährleistet ist, weil zum Beispiel zu einer Veränderung der Reproduktionsbedingungen kommt, keine Zeit mehr sind, neue Anforderungen entstehen, nicht mehr klar ist, wer die Reproduktionsarbeit machen soll, also es zu einer Erschöpfung der Subjekte kommt. Das ist der eine Krisenbegriff in der Debatte. Und der andere Begriff, der rekurriert stärker auf den Begriff von Care oder Sorge und meint mit Krise eigentlich sowas wie Krise ist, wenn nicht mehr angemessen Sorge getragen werden kann, also keine angemessene Sorge mehr möglich ist. Und das heißt, der theoretische Hintergrund ist mehr so aus der Care-Forschung und meint stärker Sorge oder versteht unter Sorge stärker die Besonderheiten dieser Sorgearbeit, auch der Subjekt-Subjekt-Beziehung, eine Vorstellung davon, dass Sorge nur gewährleistet werden kann, wenn nicht instrumental Zeit verwendet wird, sondern wenn wirklich sozusagen Beziehungsweisen aufgebaut werden und also in dem Sinne auch einer kapitalistischen Profitförmigkeit widerspricht, weil es eben nicht messbar, nicht abgrenzbar, nicht rationalisierbar ist. Und in diesem Verständnis wird dann von Krise gesprochen, wenn genau das nicht mehr gewährleistet werden kann, also vor allen Dingen mit Blick auf bezahlte Sorgearbeit, wenn also bezahlte Sorgearbeit profitförmig reorganisiert wird und dann eben doch zergliedert wird und rationalisiert wird. Und beide Krisenbegriffe knüpfe ich an, aber ich würde eigentlich noch eine dritte Dimension oder eine etwas andere Perspektive auf die Krise werfen und das jetzt gerne vorstellen und fasse das mit dem Begriff der Krise der Gewohnheiten oder auch Krise der vergeschlechtlichten Lebensweisen und Subjektivitäten. Und auch ganz im Sinne marxistischer Feministin gehe ich eben auch davon aus, dass Kapitalismus auf die Reproduktion der Arbeitskraft angewiesen ist, aber eben nicht nur auf die alltägliche und generationelle und darauf, dass die Menschen Qualifikationen haben müssen, um die Produktion am Laufen zu halten, sondern auch eine subjektivierende Reproduktion stattfinden muss. Und das meine ich in dem Sinne, dass eben im Anschluss an ein Reproduktionsverständnis von Althusser und Gramsci und marxistischen Staatstheoretikerinnen, die das auch mit Blick auf Geschlecht weiterentwickelt haben, meint es eben Kapitalismus nicht nur auf die stoffliche, in Anführungsstrichen, Reproduktion von Menschen angewiesen, sondern auf die soziale oder politisch-ideologische, also subjektivierende, würde ich sagen, Reproduktion. Das heißt, Menschen werden auch in ihren vergeschlechtlichten Subjektivitäten, ihrem Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst. Es ist also nicht nur notwendig, dass sie genug zu essen haben, schlafen können, wohnen, dass sie sich erholen können, ihre Freizeit genug da ist, sie Bildung und Fähigkeiten haben, sondern auch die Frage, was sie essen, was sie als Freizeit empfinden, wie sie wohnen und was sie vielleicht auch anstreben, welche beruflichen Karrieren sie im Auge haben. Auch das ist sozusagen eine Frage kapitalistischer Subjektivierung und Frage sozialer Reproduktion. Das ist insofern wichtig, weil das auch den Blick darauf, was eigentlich unter Krise verstanden wird, verändert. Das, was ich vorher beschrieben habe, Krise der sozialen Reproduktion als Zerstörung der menschlichen Ressourcen, erklärt Krise eigentlich so, zum Beispiel im Anschluss an die Social Reproduction Theory, dass davon ausgegangen wird, der Zusammenhang von Kapitalismus und sozialer Reproduktion, den können wir uns so erklären, dass es ein notwendiger, aber grundsätzlich widersprüchlicher Zusammenhang ist. Also notwendig hatte ich schon erklärt, weil Produktion auf die Reproduktion von Arbeitskraft angewiesen ist und aber grundsätzlich widersprüchlich, weil kapitalistische Verhältnisse dazu tendieren, die Reproduktionskosten der Arbeitskraft zu senken, also den
Wert der wahren Arbeitskraft zu senken und deswegen eigentlich immer wieder auch Reproduktionsbedingungen gekürzt werden. Und mit Gramsci würde ich diesen Zusammenhang und Feministinnen, die sozusagen an Gramsci ansetzen, würde ich diesen Zusammenhang erweitern wollen und sagen, der Zusammenhang von Kapitalismus und sozialer Reproduktion ist in den Begriffen, wie ich es gerade dargestellt habe, vor allen Dingen sozusagen mit Blick auf die ökonomischen Verhältnisse beschrieben, aber eigentlich umfasst, deswegen habe ich die Erweiterung des des sozialen Reproduktionsbegriffs auch vorher hergeleitet, umfasst eigentlich noch nicht den gesamten Zusammenhang, sondern es geht eigentlich um mehr. Es geht um den Zusammenhang von Produktionsweisen, Lebensweisen und Subjektivitäten oder von Produktionsweisen und vergeschlechtlichten Lebensweisen und Subjektivitäten und natürlich könnte man auch noch sagen, rassifizierten Lebensweisen. Und da drin, Gramsci entwickelt das jetzt am Beispiel des Fordismus, aber ich werde das gleich am Beispiel der Krankenhäuser nochmal plastisch machen, aber mit Blick auf den Fordismus beschreibt er diesen Zusammenhang eben als einen, da guckt er sich sozusagen das Aufkommen der Fließbandproduktion an und zeigt dann eben, dass eine Veränderung der Produktionsweise, die vorher nicht geherrscht hat, auch neue Anforderungen an die, an das Leben, an die Lebensweise und die Menschen und ihre Subjektivität quasi stellt. Dass Fließbandarbeit zum Beispiel darauf angewiesen ist, einen ausgeruhten Menschen zu haben, jemanden, der sich eintakten lässt, der sozusagen diese eingetakteten Arbeitsschritte dann auch tatsächlich vollziehen kann und der nicht zum Beispiel abends Alkoholexzesse durchlebt, sexuelle Gelegenheitsbefriedigung, wie Gramsci schreibt, aufsucht und deswegen morgens völlig also nicht aus den Federn kommt und deswegen gar nicht erst auftaucht oder so. Oder dann während der Arbeit einschläft und deswegen diese präzisen Handbewegungen der Fließbandarbeit nicht ausführen kann. Insofern, was er damit zeigen will, ist, Produktionsweisen, Lebensweisen und Subjektivitäten hängen zusammen. Das ist ein Gesamtzusammenhang, den wir uns angucken können. Das heißt, mit Blick auf die Krise müsste man dann auch sagen, möglicherweise ist es zwar so, dass ein Abbau von Sozialstaat stattgefunden hat, ein Dual-Worker-Modell eingeführt wurde oder sozusagen sich etabliert hat, dass auch Kürzungen durchgeführt wurden, aber das heißt nicht notwendigerweise, dass das auch von den Menschen als Krise wahrgenommen wird. Weil vielleicht arrangieren sie sich auch mit diesen veränderten Bedingungen. Vielleicht gibt es sowas wie Quality Time mit der Familie nur noch zu besonderen Anlässen. Aber das muss auch nicht heißen, dass das krisenhaft wahrgenommen wird. Vielleicht wird es auch als Entlastung wahrgenommen. Oder vielleicht wird Essen per Mausklick bestellt und der Putzservice per App organisiert. Also die Frage von Krise ist nicht unabhängig davon, was quasi die Lebensgewohnheiten und Subjektivitäten der Menschen, also worauf sich eigentlich Menschen einlassen, was sie als Krise wahrnehmen. Und wenn wir die Veränderung der Produktionsweise im Zusammenhang mit der Lebensweise oder der vergeschlechtlichten Lebensweise und Subjektivität von Menschen betrachten, dann geht es immer um die Frage, wie verändert sich eigentlich entweder die Produktionsweise und schafft dadurch auch neue Anforderungen an die Subjekte und löst das Krisen aus oder löst es sozusagen auch eine Verinnerlichung neuer Gewohnheiten aus, die dann sozusagen, wo sich die Menschen anpassen in die Verhältnisse und nicht unbedingt das als Krise wahrnehmen. Und andersrum gibt es möglicherweise auch neue etablierte, vergeschlechtlichte Lebensweisen und Gewohnheiten, die dazu führen, dass bestimmte Arbeitsverhältnisse beispielsweise abgelehnt werden und deswegen eine bestimmte Produktionsweise gar nicht mehr aufrechterhalten werden kann, weil eben massenhaft sozusagen Menschen andere Ansprüche stellen und nicht mehr bereit sind, unter den Umständen zu arbeiten. Wenn wir jetzt sozusagen, es ist jetzt vielleicht ein ganz kurzer Bruch in der Ebene der Betrachtung, weil aus dieser Perspektive, die ich gerade entwickelt habe, würde ich mir jetzt genau das Beispiel der Krankenhäuser angucken und hier danach fragen, wie verändern sich die sozialen Reproduktionsverhältnisse in den Krankenhäusern, wie kann man das beschreiben
Und wie kann man, wenn man dieses Krisenverständnis anlegt, eigentlich, was sieht man da sozusagen? Und da würde ich erst mal sagen, es sind zwei grobe Veränderungsprozesse zu beobachten in den Krankenhäusern in den letzten Jahren. Das eine ist das, was man unter dem Schlagwort Ökonomisierung beobachten kann, ist vor allen Dingen passiert über die Einführung der sogenannten Fallpauschalen, also in einem veränderten Finanzierungsmodell in den Krankenhäusern Anfang der 2000er Jahre, also 2004, 2005. Das ist ein Finanzierungsmodell, was nicht mehr alle Kosten deckt, die im Krankenhaus entstanden sind, sondern nur noch Pauschalen vergütet. Das bedeutet, dass wenn die Krankenhäuser Behandlung durchführen, können sie über der Pauschale liegen, dann schreiben sie rote Zahlen oder sie liegen unter der Pauschale und machen quasi Profit oder erwirtschaften Erlöse. Dieses System hat dazu geführt, dass es eigentlich einen enormen Kosten- und Konkurrenzdruck gegeben hat, also Krankenhäuser in Konkurrenz zueinander gesetzt worden sind und dazu getrieben wurden, betriebswirtschaftliche Kürzungen durchzusetzen, also vor allen Dingen Personal abzubauen, sogenannte patientenferne Bereiche auszugliedern aus den Krankenhäusern und Kapazitäten abzubauen, also Betten, Krankenhausbetten zu schließen. Es hat auf der anderen Seite dazu geführt, dass es eine enorme Erlössteigerung gab, also vor allen Dingen eine Zunahme von Behandlungen, also Fallzahlen, also Patientinnenzahlen und aber auch eine Konzentration auf lukrative Behandlungen, also auf diejenigen Behandlungen, die in dem Fallpauschalensystem besser bewertet sind. Darauf gehe ich jetzt im Einzelnen nicht ein, aber im Endeffekt hat es für die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten dazu geführt, dass sowohl ein massiver Personalmangel entstanden ist, aber eben auch eine massive Arbeitsverdichtung und Zeitdruck durch die höheren Patientenzahlen, den Abbau von Kapazitäten und gleichzeitig aber auch den Abbau von Personal. Aber wenn wir jetzt sozusagen mit diesem erweiterten gramscianisch-feministischen Blick auf die Veränderungen in den Krankenhäusern gucken, können wir eben sehen, es sind nicht nur ökonomische Verhältnisse, die sich verändert haben oder Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, sondern auch... Julia, kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu reden noch? Sagen die Dolmetscher, danke. Ja, Entschuldigung. Ich mache vielleicht eine kurze Pause, dann... setze ich jetzt noch mal kurz neu wieder ein. Also wenn wir mit dem Blick, also einem gramscianisch-feministischen Blick auf die Krankenhäuser gucken, den ich vorher zur sozialen Reproduktion schon entwickelt habe, theoretisch, dann kann man eben neben dem Ökonomisierungsprozess auch noch einen anderen Prozess beschreiben, der in den letzten Jahren stattgefunden hat, unter dem Schlagwort der Professionalisierung der Pflege. Also hat sich die politisch-ideologische Regulierung auf die Gewohnheiten und Lebensweisen jetzt konkret in Bezug auf die Krankenpflege und die beruflichen Ansprüche verändert. Was in den Krankenhäusern in den letzten Jahren passiert ist, ist also nicht nur, dass Kürzungen von Personal, Arbeitsverdichtung und Outsourcing stattgefunden haben und damit sozusagen Versuche, Profit zu erwirtschaften, sondern es sind auch vermeintlich weibliche, fürsorgliche Aspekte der Pflegearbeit tendenziell abgespalten worden oder haben an Bedeutung eingebüßt, während andere Aspekte wie so Dokumentation, ärztliche Tätigkeiten und eine stärkere Arbeitsteilung in den Krankenhäusern an Gewicht gewonnen haben. Und zwar in zweifacher Hinsicht, nämlich einerseits, weil eben ein Druck entstanden ist aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, die ich gerade in Bezug auf das Finanzierungsmodell beschrieben habe, also aufgrund von Personalabbau, aufgrund von Outsourcing von bestimmten Bereichen und einem Abbau von Betten ist eben ein Zeitdruck entstanden, sodass eine bestimmte Form fürsorglicher Pflege oder sozialer Bedürfnisse und Beziehungsarbeit in den Krankenhäusern strukturell eingeschränkt wurde an Möglichkeiten, weil einfach die Zeit dafür fehlt. Aber es ist nicht nur eine Frage der strukturellen Bedingungen, sondern eben auch eine Frage der veränderten Vorstellung guter Pflege, die sich verändert haben, weil parallel zu
zu diesen Entwicklungen, zu der Umstellung des Finanzierungsmodells haben sich auch die Ausbildungsinhalte für die Krankenpflege verändert und so etwas wie das fürsorgliche Gespräch, was sozusagen ein Punkt ist, der Ängste und Sorgen von Patientinnen nehmen soll oder auch, also genau, diese Ausbildungsinhalte haben sich eben verändert, während sie in den 70er, 80er Jahren noch zentrale Punkte in der Ausbildung der Pflege waren, nehmen sie einen immer kleineren Stellenwert ein oder werden jetzt nur noch, wird jetzt davon gesprochen, man kann das ja über standardisierte Informationsbroschüren vermitteln, diese Formen. Und auch so etwas wie stärkere Arbeitsteilung entlang, also eine Stratifizierung der Belegschaften in den Krankenhäusern ist umgesetzt worden, sodass bestimmte Tätigkeiten eher Arbeitskräften oder Hilfskräften in der Pflege zugeschrieben werden und akademisierte Pflegekräfte von den Arbeiten am Bett, von den sozusagen dem dreckigen Geschäft in den Krankenhäusern befreit werden sollen. Das heißt, was passiert in den Krankenhäusern ist gegenwärtig nicht nur eine Veränderung der kapitalistischen Produktionsweise, also des Finanzierungsmodells, sondern aktuell werden auch die Gewohnheiten, das Denken und Fühlen und Handeln der Menschen und der Pflegekräfte im Speziellen umorganisiert oder reorganisiert. Also reorganisiert wird das, was als gute Pflege verstanden wird. Es kommt also nicht nur zu Personalabbau, Zeitdruck, Outsourcing und so weiter, sondern auch zu einer Abwertung von Sorge. Und gleichzeitig wird das versucht, ideologisch zu untermauern, in diesem Diskurs der Professionalisierung der Pflege, in der versucht wird zu sagen, dass eine professionalisierte Pflege sich stärker an ärztlichen Aspekten, an Dokumentation, an Wirtschaftlichkeit orientieren soll. Inwiefern führt das denn jetzt eigentlich zu Krisen und warum entstehen daraus Kämpfe? Ich würde sagen, auf zwei Ebenen, und das wäre jetzt auch mein letzter Punkt für Jana, dich in der Moderation vielleicht als Beruhigung, dass ich nicht allzu sehr überziehe. Ist es so, dass ich würde sagen, man kann eigentlich zwei Gründe von Kämpfen und Krisen beobachten, die gerade stattfinden. Das eine ist das, was ich vorher beschrieben habe, wenn sich die Produktionsweise verändert, verändern sich auch die Anforderungen an die Lebensweise, also an die vergeschlechtlichten Lebensweisen und Subjektivitäten. Und konkret im Krankenhaus heißt es, dass bestimmte Formen der Pflege abgewertet werden, also vermeintlich weibliche, fürsorgliche Aspekte abgespalten werden, weniger Gewicht bekommen. Und das führt deswegen zu Krisen, weil Pflegekräfte im Glauben sozusagen an eine gute Pflege genau diese Aspekte eigentlich wichtig finden und deswegen sich gegen diese Form der Abwertung stemmen, auch weil sie gegen die Abwertung ihrer tradierten beruflichen Sozialisation sich wehren. Und auf der anderen Seite kann man beobachten, dass diese veränderten Gewohnheiten, das veränderte Denken, die veränderten Vorstellungen von Fürsorge angenommen werden. Aber selbst da, wo Pflegekräfte ein professionalisiertes Pflegeverständnis verinnerlicht haben, können sie ihre Ansprüche in der Pflege nicht umsetzen und auch daraus erwachsen Krisen. Und in dem Sinne, und diese Krisen würde ich sozusagen nicht nur als Krisen der Erschöpfung bezeichnen, sondern eben auch als Krisen vergeschlechtlichter Gewohnheiten, Arbeitsroutinen, die sozusagen an die Grenzen geraten. Und insofern streiken, oder das ist das, was sozusagen ja vor der Pandemie schon angefangen hat, aber jetzt in der Pandemie auch weiter zugenommen hat. Kämpfe in den Krankenhäusern finden statt. Einerseits, weil sie sich als Kämpfe gegen die Ökonomisierung, also gegen den Personalabbau und für Entlastung aussprechen. Aber ich würde sagen, sie auch als feministische Kämpfe beschreiben, weil sie nicht nur für mehr Personal kämpfen, sondern auch für eine bestimmte Form der Pflege und deswegen für eine Aufwertung von Sorgeverhältnissen in den Krankenhäusern. Und als wirklich allerletzter Punkt würde ich sagen, in der Pandemie, um nochmal zurückzukommen auf die Eingangsthese, die ja auch Jana schon gesagt hatte, in der Pandemie verschärfen sich soziale Reproduktionsverhältnisse in den Krankenhäusern, weil die Krankenhäuser noch mehr unter Profitdruck geraten,
weil sie Operationen absagen müssten, wodurch ihnen Erlöse flöten gehen und weil der Zeitdruck und Personalmangel sich noch weiter erhöht bei einem stärkeren Aufkommen von Patientenzahlen. Aber es verdichten sich auch sozusagen die Krisen im Sinne davon, dass die Ursachen für die Krisen sichtbar werden und ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür entsteht, dass eben eine profitförmige Reorganisierung von Krankenhäusern, dass das Problem ist. Und das auch ein Problem ist, wenn wir sozusagen eine Vorstellung davon haben, dass eine Abspaltung von Fürsorglichkeit, die auf einem Phantasma des souveränen Subjekts basiert, dass genau das, auch das verschärft sich in der Pandemie, weil sozusagen thematisierbar wird, wie grausam es ist, wenn Menschen einsam versterben müssen in den Krankenhäusern. Aber diese Grausamkeit ist eben nicht nur Alltag in der Pandemie, sondern sie ist unter Bedingungen eines profitförmig reorganisierten Krankenhauses auch Alltag, sozusagen war schon vor der Pandemie Alltag und ist jetzt nur deutlicher hervorgetreten und wird aber dadurch sozusagen thematisierbar und damit auch ein Ankerpunkt für gesellschaftliche Solidaritäten, die für eine andere Versorgung und für eine Aufwertung von Sorge kämpfen. Ja, Julia, vielen Dank. Vor allem nochmal, was du jetzt zuletzt auch gesagt hast, dass die Grausamkeit und die Einsamkeit natürlich auch schon Alltag vor der Pandemie waren und was aber jetzt der Unterschied ist, ist natürlich, dass es mit der Pandemie natürlich deutlicher wurde und damit auch sozusagen in eine gesellschaftliche Debatte stärker einfließen kann. Und auch vielen Dank, dass du nochmal der Pflegestreik, der ja doch auch ein bisschen komplex ist, nochmal so bildlich dargestellt hast. Ich denke, was sowohl die Pflegestreiks in den Krankenhäusern als auch das, was wir von Clemencia gerade gehört haben, verbindet, ist, dass beides, also einerseits die psychosoziale Begleitung als Beziehungsarbeit, wie sie Clemencia dargestellt hat, aber eben auch die Streiks für bessere Arbeitsbedingungen, um quasi diese fürsorgenden Anteile des Pflegeberufs ausführen zu können, das quasi das Verbindende ist, weil es sozusagen zeigt, dass bestimmte Prozesse, die eben auf Fürsorge basieren, sich einer Automatisierung entziehen und auch einer Rationalisierung entziehen. Und das widerlegt eben die Annahme von autonomen Subjekten, die im Neoliberalismus adressiert werden. Und ich würde jetzt gerne in der Diskussion, wir haben jetzt ungefähr 25 Minuten für die Diskussion, würde ich gerne nochmal auf diesen Aspekt der Beziehungsweisen eingehen. Genau, also wir haben quasi gesehen, dass die gegenwärtige neoliberale Form des Kapitalismus systematisch unsere kollektiven und unsere individuellen Kapazitäten erschöpft für eine Regeneration von Menschen und damit auch sozusagen den Erhalt von sozialen Beziehungen und Beziehungsweisen. Und gleichzeitig sehen wir, deshalb habt ihr beide auf ganz unterschiedliche Art und Weise dargestellt, aber das zeigt ja auch nochmal die Notwendigkeit. Gleichzeitig sehen wir, dass Menschen ein spezifisches Bedürfnis nach Zuwendung haben und grundlegend von Sorge abhängig sind. Darüber würde ich jetzt gerne mit euch diskutieren. Ich würde gerne Care sozusagen, wenn man Care als Ausgangspunkt nimmt, inwiefern kann man denn dann über andere Lebens- und Beziehungsweisen nachdenken und wo liegen da aber auch die Herausforderungen, wenn man das so denkt und was können Fallstricke sein? Clemencia, vielleicht kannst du anfangen, was denn deine Perspektive darauf ist. Also wie würdest du das sehen? Kann denn Sorge, Fürsorge, diese Beziehungsarbeit auch Ausgangspunkt sein, um über andere neue Beziehungen nachzudenken? Okay, mal schauen, ob ich da eine Antwort darauf habe. Also, ich glaube, dass die Selbstfürsorge sehr wichtig ist und dass auch die kollektive Fürsorge sehr wichtig ist.
Und ich finde, dass diese Selbstfürsorge manchmal auf eine sehr merkwürdige Art und Weise dargestellt wird, auf eine sehr individualistische Art und Weise. Aber es geht eigentlich darum, dass beides wichtig ist und dass individuelle Praktiken, das heißt die Selbstfürsorge, am Ende auch mit der kollektiven Fürsorge verbunden werden. Das heißt, Selbstfürsorge ist sehr wichtig und alle Handlungen sind wichtig, die uns selber stärken, das ist natürlich klar, aber dieses Konzept der Selbstfürsorge darf sich nicht auf eine Person okay, es gab kurz eine Unterbrechung, dass Clemencia langsamer sprechen soll. Also ich habe gerade über die Selbstfürsorge, über den Begriff Self-Care, Selbstfürsorge gesprochen. Ich habe gesagt, dass es sehr wichtig ist, da eben eigene Methoden zu entwickeln, sich um sich selbst zu sorgen. Aber dass es nicht nur eben Yoga oder Sport ist, dass es sehr viel mehr ist. Das ist wichtig, aber es geht darum, dass diese Praktiken sich nicht nur auf eine Person selbst beschränken, sondern dass man sie in einem kollektiven Kontext sieht. Das heißt, es darf sich nicht um eine individualistische Selbstfürsorge handeln, die nur dazu dient, für den Kapitalismus zu funktionieren, sondern es muss darum gehen, dass diese kollektive Fürsorge, das heißt untereinander, eben das Ziel ist am Ende. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist der folgende. Wir müssen eben Sorgearbeiten, Care-Arbeiten aus einer pädagogischen Perspektive betrachten. Alle Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, da geht es eben darum, was meinen wir mit Gesundheit? Also das Konzept der Gesundheit ist auch sehr wichtig. Es geht nicht nur um körperliche Gesundheit, sondern um auch psychische Gesundheit. Was bedeutet es, ein gutes Gesundheitssystem zu haben? Wir haben zum Beispiel am Anfang über psychische Gesundheit geredet. Und dass es oftmals darum geht, dass das vergessen wird. Durch den Kapitalismus und durch die Pandemie sehen wir aber, dass es uns nicht nur körperlich schlecht geht, sondern auch emotional und mental. Und das Wichtigste ist eben, dass wir uns in Bezug auf unsere Umwelt betrachten. Das heißt, die Menschen, die uns umgeben und die Natur, die uns umgibt. Das heißt, es geht um ein integrales Konzept von Gesundheit. Und das ist etwas, worauf wir uns konzentrieren in unserer Arbeit. Das heißt, es geht um die Arbeit für eine Gemeinschaft und mit einer Gemeinschaft. Und das Dritte, was ich sehr wichtig finde, ist es, über Würde zu sprechen, wenn es um Pflege geht. Das heißt, es geht nicht nur darum, auf die Auswirkungen der Pandemie zu reagieren, sondern es geht auch darum, an andere zu denken und andere Personen zu sehen. Wie meine ich das? In den nächsten Menschen werden die tatsächlichen Auswirkungen der Pandemie noch sehr sichtbarer werden. Und sich um mich selbst zu kümmern, bedeutet eben auch, dass ich auf andere aufpasse und dass ich andere mit einbeziehe. Und da sehe ich derzeitig ein fundamentales Dilemma. Wenn sich um sich selbst kümmern bedeutet, dass ich mich von anderen distanzieren muss, dann ist das problematisch. Denn es geht natürlich darum, dass wir die Beziehungen untereinander aufrechterhalten müssen. Das ist sehr wichtig aus einer politischen Perspektive heraus. Und das ist ja gerade das, was sehr, sehr schwierig ist, weil wir uns gerade nicht sehen können, aus Angst vor Ansteckung etc. Aber es geht eben darum, darüber nachzudenken, wie wir unsere Beziehungen stärken und aufrechterhalten können, trotz der Pandemie und der Einschränkungen. Und vor allem für uns als
Land, in dem viele MenschenrechtlerInnen arbeiten, ist es sehr wichtig, dass wir uns eben vernetzen können, dass wir uns gegenseitig haben, denn sehr viele von uns werden bedroht und sind einer Gefahr ausgesetzt. Und allein zu sein ist natürlich das Schlimmste, was einem oder einer passieren kann, denn dann ist man noch mehr vulnerabel. Es ist eben sehr, sehr schwierig. Oftmals argumentiert die Politik eben auch, es darf keine Demonstrationen mehr geben, weil da die Ansteckungsgefahr so groß ist. Und das führt aber alles dazu, dass wir uns voneinander distanzieren und am Ende auf uns alleine gestellt sind. Und das müssen wir auch erkennen. Wie funktioniert Unterdrückung durch zum Beispiel technologische Kontrolle, durch digitale Werkzeuge? Und das ist auch sehr wichtig, dass wir diese virtuelle Welt, diese Technologie und all die Veränderungen eben analysieren und nicht zulassen, dass wir dadurch uns voneinander entfernen. Wir müssen uns mit der Rolle der Technologie auseinandersetzen und das auch in der Zukunft. Ja, vielen Dank, Clemencia. Ich glaube, was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Fürsorge immer auch ein kollektiver Prozess ist, dass Fürsorge natürlich auch die eigene Fürsorge für sich selbst, aber immer auch in Verantwortung für andere bedeutet. Und vielleicht, Julia, wie würdest du denn darauf antworten? Was du erzählt hast und der Pflegestreik ist natürlich hat einen völlig anderen Ausgangspunkt als die psychosoziale Arbeit mit MenschenrechtsaktivistInnen, die auch ja natürlich vor der Pandemie schon stattgefunden hat, wo es darum geht, politisches Subjekt bleiben zu können. Und wie würdest du denn darauf antworten, dass, so wie ich jetzt Clemencia verstanden habe, Beziehungsarbeit immer auch eine Form von Verantwortungsübernahme in kollektiven Prozessen bedeutet? Vielleicht, genau, was würdest du dazu sagen? Ich würde vielleicht als erstes diesen Punkt aufgreifen wollen, den Clemencia jetzt auch gemacht hat, dass, du hattest ja ursprünglich danach gefragt, kann Care zum Ausgangspunkt von einer solidarischen oder von solidarischen Beziehungsweisen werden und kann Care sozusagen ins Zentrum gestellt werden für eine Veränderung, für eine emanzipatorische Transformation von Gesellschaft. Und ich würde eben da den Punkt aufgreifen, den Clemencia gemacht hat und sagen, nicht per se, weil Care kann auch quasi nutzbar gemacht werden als ein Funktionieren für den Kapitalismus. Das war der Punkt, den ich eigentlich auch in dem Vortrag hervorheben wollte, zu sagen, Fürsorgebeziehungen sind nicht automatisch, nicht aus sich heraus, können sie nicht rationalisiert werden, sondern sie können rationalisiert werden, sie können zergliedert werden. Das passiert in den Krankenhäusern gerade auch. Es kommt dazu eine Abspaltung von Fürsorge, von vermeintlich weiblichen Aspekten der Arbeit. Und das kann zu Widerspruch führen, führt es ja auch teilweise in den Pflegestreiks, aber es kann eben auch als eine neue Vorstellung davon, was gute Fürsorge bedeutet oder was gute Pflege bedeutet, verinnerlicht werden. Und deswegen ist die Frage von, was verstehen wir eigentlich unter Fürsorge gesellschaftlich umkämpft, und eine Frage davon, in welche Verhältnisse sozusagen wird es auch versucht anzupassen und einzupassen. Und deswegen finde ich das einen guten Punkt oder einen total spannenden Punkt, politisch quasi zu unterscheiden zwischen Self-Care, ohne das jetzt abwertend zu meinen, und einer kollektiven Fürsorgepraxis für die Gemeinschaft und in einer Gemeinschaft, so wie zumindest das in der deutschen Übersetzung Clemencia gesagt hat. Das finde ich erstmal einen total wichtigen Punkt. Und mein Punkt wäre vor allen Dingen dann auch der, Fürsorgebeziehungen sind nicht per se etwas Gutes, aber sie können es halt eben sein, wenn es sozusagen auch zu einer Widerstandspraxis gegen eine Anpassung in veränderte Verhältnisse passiert. Aber auch da geht es natürlich um die Aushandlung dessen, was meinen wir dann konkret mit den Sorgebeziehungen und wie gestalten wir sie kollektiv. Und was heißt dann etwas wie würdevolle Pflege? Ich finde das auch ein total wichtiges Stichwort, weil es eben
nicht nur darum gehen kann, quasi das medizinische Leben von Körpern zu erhalten, sondern weil es natürlich auch in den Krankenhäusern, aber auch darüber hinaus um mehr geht als nur die Erhaltung von Leben, sondern natürlich auch um die Frage, kann man da drin auch eine würdevolle Behandlung der Menschen gewährleisten. Und in den Pflegeauseinandersetzungen wird es in den Streiks auch immer wieder gesagt, genau die Aspekte, die wichtigen Aspekte der Arbeit, wie zum Beispiel, dass Pflegekräfte dann berichten, wenn sie irgendwie darüber sprechen, was in ihrer Arbeit gerade abgewertet wird, dann ist es zum Beispiel sowas wie, ich hatte schon Ewigkeiten keine Zeit mehr, die Wimpern der Patientin zu tuschen oder ihre Haare zu frisieren. Aber auch das gehört zu einer würdevollen Behandlung, auch wenn es nicht bedeutet, auch wenn man daran nicht stirbt. Und trotzdem ist die Frage, was wir quasi als Gesellschaft unter würdevoller Pflege verhandeln, natürlich eine Frage kollektiver Praxen. Und insofern würde ich sagen, Care kann zum Ausgangspunkt von einer sozusagen solidarischen Transformation der Gesellschaft werden, aber nicht automatisch, sondern es ist ein Teil eines demokratischen Aushandlungsprozesses, der unter anderem in den Streikauseinandersetzungen gerade sozusagen ja auch aktiv angegangen wird. Wobei das natürlich nicht nur eine Frage der Pflegekräfte ist, sondern auch von Patientinnen, auch von denjenigen, die potenzielle Patientinnen sind, was sie darunter verstehen. Das kann natürlich nicht nur eine Frage derjenigen sein, die dort arbeiten, sondern auch derjenigen, die versorgt sind. Ja, vielen Dank. Und bevor ich weitermache, ihr könnt natürlich auch gerne aufeinander reagieren, wenn ihr das möchtet, auch ohne, dass ich euch dran nehme. Was ich jetzt auf jeden Fall gerne festhalten würde und wo ich jetzt gerne so ein bisschen weitergehen würde, dieser Aspekt der kollektiven Sorge, der, wo du, Julia, sagst, das ist kollektive Sorge, auch immer was beinhaltet von der demokratischen, gesellschaftlichen Auseinandersetzung um Sorge. Und wo du sagst, Clemencia, naja, eine kollektive Sorge bedeutet eben auch eine umfassende, integrale Gesundheit zur Grundlage zu nehmen. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen stärker auf eine Ebene kommen, wo wir über diese Beziehungen, die dadurch quasi sichtbarer werden, auch wenn sie natürlich diese ganzen Ambivalenzen beinhalten, wie ihr das gerade gesagt habt, wie könnte aber sozusagen ein solidarischer Umgang basierend auf dieser Annahme von Sorgebeziehungen auch im Hinblick auf die Pandemie aussehen? Also was können wir quasi von diesen Sorgepraktiken und von Sorgebeziehungen sozusagen auf eine Art lernen, also von Teil von der Logik von Sorgebeziehungen, um sozusagen Corona als spezifischen Krisenmoment, um damit sozusagen einen kollektiveren, solidarischeren Umgang zu finden. Vielleicht kannst du, weiß nicht, wer will anfangen, Clemencia, vielleicht kannst du was dazu sagen, was sind denn deine, beschäftigst dich ja oder ihr arbeitet ja auch ganz gut. Ich glaube, es ist wichtig, das zu unterstreichen und die Pandemie als Ganzes zu sehen. Wir sehen ja, oder wir haben ja auch über die Machtverhältnisse gesprochen. Ich glaube, wir müssen uns aber auch die Möglichkeiten klar machen und was wir alles in diesem Solidaritätsrahmen finden. Man kann diese Beziehungen auf verschiedenen Arten und Weisen verstehen, natürlich. Ich glaube, dass es Dilemmas gibt, Herausforderungen und so weiter, an denen man arbeiten muss. Zum einen tatsächlich die menschliche Beziehung. Es geht um einen sozialen Aspekt. Es basiert auf dem sozialen Aspekt. Wir üben quasi Menschlichkeit und arbeiten mit anderen Menschen. Und dort können wir Zuneigung zeigen, können Emotionen zeigen.
Leider ist es im Kapitalismus so, dass die Emotionen eher kontrolliert werden sollen. Das heißt, eine Emotion, die kontrolliert wird über einen langen Zeitraum, dann verlieren wir den Bezug zu und wissen nicht mehr genau, was das eigentlich ist. Das heißt, wir haben eine große Kontrolle darüber gerade. Außerdem denke ich, dass um diese Beziehungen aufzubauen, brauchen wir Vertrauen. Und wir, wenn ich jetzt mit der einen anderen Person gleichzeitig sein möchte, arbeiten möchte, dann muss ich auch zulassen, dass die andere Person sich ausdrückt und auch, dass auch ich meine Emotionen ausdrücken kann. Wenn ich Angst habe davor, der anderen Person Vertrauen zu schenken oder Angst habe vor den Emotionen der anderen Person, dann wird es sehr schwierig. Das heißt, wir brauchen dort ein Vertrauen und unsere Emotionen, die uns helfen, die Bindungen zu stärken. Es geht nicht nur um Angst, sondern auch um Schuld. Wie können wir mit anderen in Beziehungen kommen, ohne den Gedanken der Schuld? Das ist sehr schwierig. Ich glaube, wir müssen auch die Solidarität stärken und dort müssen wir natürlich die Schäden oder die Probleme in einen Kontext setzen. Wenn wir eine Bindung aufbauen wollen zu einer anderen Person, dann ist es sehr wichtig zu verstehen, was die Probleme der anderen Person sind, welche Probleme sie durchlebt hat. Wir befinden uns natürlich nicht alle unter den gleichen Bedingungen. Und wenn wir einen gemeinsamen Punkt finden, an dem wir zusammenarbeiten können, an dem wir eine gemeinsame Ebene finden, dann ist das schon ein sehr großer Schritt. Wir sehen natürlich nicht, wie sieht jetzt die alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern diese Krise? Wie befindet sich diese Person in der Krise? Das heißt, wir müssen die Bedingungen, die konkreten Bedingungen anschauen, wirtschaftliche, soziale Bedingungen und so weiter, die uns die Möglichkeit geben, Bindungen aufzubauen. Wenn wir heute von diesen Beziehungen sprechen, dann sehen wir, dass sehr, sehr viel verloren gegangen ist, vor allem. Die Solidarität muss also die Bedingungen stärken, muss zwischenmenschliche Beziehungen stärken und den Widerstand gegen die Politik gegen bestimmte Bedingungen mit Vertrauen und die Angst, die wir bekommen haben, ein bisschen beiseite zu lassen. Natürlich müssen wir auf uns aufpassen, natürlich müssen wir uns um selbst kümmern, aber wir müssen uns dafür uns selbst annähern. Die Pflege heute geht oder die Pflege allgemein geht nun mal über menschliche Beziehungen. Wir brauchen dafür menschliche Beziehungen. Natürlich ist Covid gerade ein großes Thema, aber wir dürfen nicht die strukturelle Gewalt dabei vergessen. Wir haben Corona, aber Corona verkleinert natürlich nicht die anderen Probleme, die wir haben. Beispielsweise in den Machtstrukturen, die wir haben. Das heißt, wir dürfen nicht nur Corona anschauen. Wir schauen es jeden Tag an. Wir sehen jeden Tag die Verletzlichkeit der Menschen und so weiter. Aber die besteht nicht nur wegen Corona, sondern eben auch wegen anderer Dinge. Ja, vielen Dank, Clemencia. Und vielen Dank auch nochmal, dass du so stark hervorrufst und betonst, wie wichtig auch einfach Vertrauen als Grundlage von Beziehungsweisen ist. Und genau, also Julia, vielleicht, du hast ja in dem, was du bisher jetzt auch schon in deinem Input auch gesagt hast, gehst du ja sozusagen davon aus, dass
Beziehungsarbeit sozusagen jetzt im Kontext von den Pflegestreiks oder den Streiks in den Krämpfen in den Krankenhäusern auch sozusagen darauf basieren, dass es oder auf dem Wissen basieren, dass es eine Sorgebedürftigkeit gibt. Also dass es sozusagen eine Angewiesenheit darauf gibt, dass man sich um sich, dass um sich gekümmert wird. Und da gehört eben das Wimperntuschen und das Haare machen genauso dazu wie andere fürsorgende Tätigkeiten. Vielleicht kannst du auch noch mal Bezug nehmen auf das, was Clemens ja gerade gesagt hat, mit dem Aspekt des Vertrauens und der Emotionen, also das, was sozusagen ja, diese Fürsorge impliziert, aber eben als vermeintlich oder als weiblich zugeschriebene Tätigkeiten natürlich runterfällt. Und ja, also ich glaube, was ich sozusagen spannend finde, und den Punkt hat Clemens ja jetzt ja auch gerade aufgemacht, ist, dass in dieser Krise ja sehr, sehr viel mit Angst und Schuld auch versucht wird zu regieren. Also dass sozusagen, dass da Emotionen aufgegriffen werden von Menschen, die versucht werden, ja, auf eine Art aufzugreifen, dass mit ihnen dann sozusagen Regulierung stattfindet, damit man irgendwie, weil Angst ist ja etwas, was erstmal sozusagen sehr diffus und allumfassend und auch sehr lähmend ist. Und wenn man sozusagen das Phantasma aufmacht, das Kontrollieren, das Berechnen, das Kalkulieren, das Risiko abwägen zu können, macht man damit ja auch irgendwie das Versprechen auf, das gesellschaftliche Versprechen, dass man gegen seine Angst ankämpfen kann, wenn man sich sozusagen auf die richtige Art und Weise verhält. Und dann das, was die richtige Art und Weise sich zu verhalten ist, bleibt dann quasi nicht einer demokratischen Aushandlung. Also ist nicht Teil einer demokratischen Aushandlung, sondern wird Teil einer Regierungspolitik, wo halt genau das ist ja das, wie ich Clemente jetzt auch verstanden habe, wo dann das genutzt wird, um zu sagen, Demonstrationen sind der Ort der Ansteckung, sozusagen das Miteinander in Beziehung treten und füreinander sorgen, ist eine Gefahr. Und während wir aber gleichzeitig sehen, einen riesigen Widerspruch dazu, weil nämlich sozusagen in allen Bereichen, die wirtschaftlich relevant sind, die wirtschaftlich am Laufen gehalten werden sollen, dass es dort nicht verhindert wird, dass es Begegnungen gibt, dass dort Leute sozusagen Arsch an Arsch, sage ich jetzt mal, nebeneinander arbeiten und dass da sozusagen aber nicht von Ansteckung gesprochen wird. Das heißt sozusagen dieses Versprechen auf Risikokalkulation und auf dadurch auch auf eine Bearbeitung von Angst basiert immer auch auf der Interpretation dessen, was man sozusagen dann auch als Gefährdung versteht oder was man als Gefährdung propagiert. Und deswegen geht es schon auch um die Frage von, wie verstehen wir eigentlich diese Krise sozusagen und was sind eigentlich unsere Deutungsangebote dafür, wo die Krise herkommt. Deswegen fand ich den Punkt, den Clemens ja ganz am Anfang in ihrem Vortrag auch gesagt hat, wichtig zu sagen, es geht auch darum, in der Krise eigene Deutungsangebote zu machen. Und da wäre mein Punkt zu sagen, es ist super wichtig, darauf zu verweisen, dass die Ursachen beispielsweise der Misere in den Krankenhäusern nicht erst durch die Pandemie entstanden sind. Und andersrum gesagt, wir viel besser auf diese Pandemie vorbereitet gewesen wären, wenn die Krankenhäuser vorher nicht schon profitförmig reorganisiert werden worden wären sozusagen. Also hätte man nicht massiv Personal eingespart und so, hätte man nicht massiv Betten abgebaut, hätte man nicht einen massiven Erlösdruck in den Krankenhäusern implementiert, wären wir besser vorbereitet gewesen, was dann trotzdem natürlich nicht bedeutet, wir können jetzt massiv uns Ansteckungen leisten im Umkehrschluss, aber es heißt eben sozusagen, Angst und Schuld ist nicht herrschaftsfrei, sondern wird irgendwie zum Gegenstand von Regierungspolitik. Und deswegen finde ich eigentlich den Begriff des Risikos auch eher schwierig, weil ich finde, dass das Risiko genau diese Vorstellung von Kalkulierbarkeit
und von Kontrolle aufmacht und da drin eigentlich erstmal sich einreiht in sozusagen die bio- und machtpolitischen Regulierungen der Gesellschaft, wie sie auch vor der Corona-Krise sozusagen gemacht wurden, wo es irgendwie in Bezug jetzt auf das Versicherungswesen, wenn man sich nur gesund genug ernährt, viel Sport treibt und so minimiert man sein Risiko, krank zu werden, und damit minimiert man auch die sozialen Folgekosten für die Gesellschaft. Und genau, deswegen finde ich sozusagen, müssen wir eigentlich eher gucken, was sind eigentlich unsere Begriffe, in denen wir diese Krise deuten, und wie versuchen wir quasi einen anderen Deutungsrahmen dafür aufzumachen. Und da finde ich auch nur als letzter Gedanke eben darauf zu verweisen, dass sich eigentlich deutlich zeigt, dass dass es sozusagen das sorgenlose Subjekt gibt, das total souverän durch die Gesellschaft latscht, quasi, dass das eigentlich ein Phantasma ist und dass das jetzt in der Pandemie auch deutlich geworden ist, und dass sozusagen die profitförmigen Reorganisierungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, dass die ein Problem sind, die jetzt auch nochmal deutlicher hervortreten. Also in so eine Richtung würde ich denken und deswegen sozusagen gucken, wie man solidarische Beziehungsweisen dem entgegensetzt. Ja, vielen Dank, Julia, dass du das jetzt nochmal so ganz konkretisiert und zugespitzt hast. Und ich denke, die Frage, wie verstehen wir Krise, eigene Deutungsrahmen und Deutungsangebote machen, ist natürlich total zentral. Und eben auch, was du gerade nochmal zum Schluss gesagt hast, eben, dass das dieser Mythos des autonomen Subjekts einfach nochmal so deutlich wurde durch die Krise und wir uns natürlich überlegen müssen, wie wir dem solidarische Beziehungen entgegensetzen können, ohne dabei natürlich in Fallstricke zu geraten. Angesichts der Zeit würde ich jetzt vielleicht doch ganz gerne nochmal auf die Fragen aus dem Chat zurückgreifen. Liebe Julia, vielleicht kannst du dich kurz hier einklinken und ein paar Fragen aus dem Chat vorlesen. Sicherlich sind schon einige da. Ja, genau, danke schön. Danke für eure Beiträge und die spannende Diskussion. Im Chat gibt es einige Fragen, die sich vielleicht auch ganz gut zusammenfassen lassen. Ich habe nur gemerkt, ihr sprecht ja auch aus verschiedenen Orten, ne? Also quasi, Julia, du fragst, wie entsteht Widerstand aus kapitalistischen Widersprüchen in der Fürsorgearbeit oder quasi die der Kapitalismus braucht, um sich zu reproduzieren? Und Clemencia, du fragst ja, was an Care macht, sorgt dafür, dass wir widerständig bleiben können, also quasi aus einer aktivistischen Community heraus. Und ihr sagt aber beide, Care alleine reicht es nicht zu glorifizieren, Care steht nicht für sich, ist nicht essentiell emanzipatorisch, sondern es braucht noch ein bisschen mehr darüber nachdenken, dass es wirklich zu Beziehungsweisen führt, die widerständig sind oder auch eine andere Form von Gesellschaft herbeiführen können. Und eine Frage diesbezüglich ist, dass eine Person gefragt hat, ihr habt mehrfach die Wichtigkeit von kollektiven Fürsorgepraktiken betont. Vielleicht könnte man sagen, von emanzipatorischen kollektiven Fürsorgepraktiken. Könnt ihr bitte konkretisieren, welche Praktiken ihr genau damit meint? Und das ist ja vielleicht auch wirklich nochmal eine andere Form von Care als die, die eh schon kommodifiziert ist. Und dann gibt es noch eine Frage, die vielleicht daran anschließt, aber vor allen Dingen an dich geht, Clemencia, nämlich die Frage nach dem Cuerpo-Territorio oder Territorio-Cuerpo, also Körper-Territorium zu Deutsch, die ja zentral von feministischen Aktivistinnen aus Lateinamerika in den Amerikas geprägt wurde. Und noch eine Frage auch an dich, ob du noch etwas zum Pandemiegeschehen in Mexiko, vielleicht das nochmal auch so für Menschen, die in Deutschland sitzen, vielleicht nochmal skizzieren kannst. Also vor allen Dingen zentral die Frage nach kollektiven emanzipatorischen Fürsorgepraktiken. Damit zurück ins Funkhaus. Tschüss. Bueno, cuando nos referimos a toda esta parte, digamos, de construcción colectiva. Also es geht natürlich um eine kollektive Konstruktion. Das heißt, es geht um eine ganzheitliche Arbeit zwischen
Individuen, Organisationen und uns. Es geht darum, Menschenrechte einzufordern und auch unsere Körper als Territorien zu verteidigen. Und was haben wir in den letzten Jahren erreicht? Es geht sehr viel darum, die Bedingungen herauszukristallisieren, die wir brauchen, um eben in einem Kontext der politischen Gewalt zu überleben. Das heißt, jetzt geht es auch um die Pandemie. Und das ist sehr wichtig für uns und auch für die Organisationen. Am Anfang dachten wir, wir können die Menschen gar nicht mehr psychosozial begleiten. Aber jetzt gab es da eine Entwicklung. Wir haben quasi Praktiken entwickelt, wie wir uns trotzdem unterstützen können. Wir arbeiten viel mit sozialen, zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammen und diese wiederum unterstützen ja Menschen aus der Gesellschaft. Das heißt, es ist wie eine Kette und es ist wirklich, im Kern dreht es sich um die Pflege der Gemeinschaft. Und ein zentraler Aspekt sind für uns die Sicherheit oder ist für uns die Sicherheit, denn die Menschen, die wir begleiten, sind einem großen Risiko ausgesetzt, wie ich bereits erwähnt hatte. Das heißt, es geht darum, diese Menschen zu schützen, nicht nur während der Pandemie, sondern auch generell im Kontext ihrer Arbeit. Es geht viel um präventive Maßnahmen und es geht darum, diese zum Beispiel auch Maßnahmen zu verinnerlichen, die wir anwenden können, sobald sich eine Person ansteckt. Das heißt, direkt zu wissen, wie man am besten reagiert, wenn sich eine Person ansteckt, ist sehr wichtig, um sich nicht ohnmächtig zu fühlen. Und wenn zum Beispiel eine gesamte Organisation sich ansteckt, dann wissen wir alle schon, wie wir reagieren müssen. Dann wissen alle Personen, die zum Beispiel mit dieser Organisation in Kontakt stehen, wie sie sich verhalten müssen. Und das gibt uns eben eine Art Handlungsfähigkeit. Und für viele Organisationen hat Corona eben auch wirtschaftliche Einbußen bedeutet. Das heißt, es gab sehr viel weniger Geld, es gab finanzielle Einbußen und es kam zu einer Prekarisierung der Organisationen. Vor allem die kleinen Organisationen sind davon betroffen. Und da geht es eben darum, wie können wir Projekte weiter am Leben erhalten, wie können wir sie wieder neu starten, die zum Beispiel ja, den Gelder dann gefehlt haben durch die Pandemie. Ein anderes Problem ist, dass sehr viele Organisationen von sehr viel mehr Bedrohungen betroffen waren. Das heißt, es gab mehr Bedrohungen, mehr Gewalt und das hat sie natürlich vulnerabler gemacht. Das patriarchale System an sich ist ja schon sehr gewaltvoll, aber durch die Pandemie wurde das noch einmal verstärkt. Dadurch, dass eben, wie ich bereits erwähnt hatte, sehr viel mehr in die individuelle Sphäre geschoben wurde, sind die Personen und Organisationen sehr viel vulnerabler geworden. Das heißt, auch da versuchen wir, den Organisationen zu helfen. Das sind nur einige Beispiele. Und die Unterscheidung zwischen Angst und Risiko ist, wie ich auch schon erwähnt habe, sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel verschiedene Richtlinien veröffentlicht oder auch Ratgeber, wie zum Beispiel mit Angst oder Risiko umgegangen werden kann. Wir haben die direkt an die Organisation gegeben. Und da möchte ich kurz noch etwas Interessantes erwähnen. In Kolumbien, aber auch in Mexiko, kam es eben dazu, dass es sehr, sehr viele Veränderungen gab. Viele Menschen hatten keinen Zugang zum Gesundheitssystem. Das heißt, die Menschen, die keinen Zugang zum Gesundheitssystem hatten, mussten sich irgendwie anderweitig Hilfe suchen. Das heißt, bei den Menschen ging es vor allem darum, ja, selber Praktiken zu entwickeln, vielleicht auch Rituale zu entwickeln, einfach um mit der Pandemie klarzukommen. Und auch diese Formen sind wichtig, denn wir dürfen nicht vergessen, medizinische Versorgung ist wichtig, aber nicht alle haben Zugang dazu. Und ja, jetzt gibt es die Pandemie schon seit 2 Jahren und diese Praktiken sind eben auch sehr wichtig. Wir müssen uns eben verdeutlichen, dass
Corona irgendwann vorbei sein wird, aber die strukturelle Gewalt immer noch existent sein wird. Das heißt, das ist wichtig für unsere Analyse. Und alle Menschen, egal in welcher Ausgangssituation sie sich befinden, müssen eben Mechanismen an die Hand bekommen, wie sie mit der Krise umgehen können. Und da arbeiten wir eben auch sehr stark daran. Das ist eher so eine lateinamerikanische Perspektive, würde ich sagen. Das heißt, wir bzw. unsere Körper müssen nicht nur aus einer, sagen wir, physischen Perspektive betrachtet werden, sondern auch aus einer mentalen Perspektive. Und das gilt vor allem für die indigenen und afroamerikanischen Gemeinschaften, Communities, die eben oftmals sehr viel weniger Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Und das müssen wir uns eben vergegenwärtigen. Es geht darum, unseren Körper, Körper der Frauen, Körper der Marginalisierten zu verteidigen. Das heißt, es geht darum, die Auswirkungen auf unsere Körper zu minimieren und damit umzugehen. Die Last, die auf den Schultern der MenschenrechtlerInnen, der AktivistInnen liegt, ist sehr, sehr groß. Und da müssen wir eben ansetzen. Und das führt mich auch wieder zurück zu dem Prinzip oder dem Konzept der Selbstfürsorge. Das heißt, alle sind irgendwie durch die Pandemie betroffen, sowohl physisch als auch emotional, sei es die ganz normale Lohnarbeit oder auch die unbezahlte Arbeit. Alles ist sehr viel mehr geworden. Und wir müssen lernen, mit den Emotionen umzugehen, sie richtig zu analysieren und dadurch mit der Pandemie umzugehen. Und das Letzte, was ich noch zu Mexiko sagen möchte, ist, dass wir einen Vorteil haben, sagen wir, und da beziehe ich mich vor allem auf die mexikanische Regierung. Das, was Bolsonaro in Brasilien gemacht hat, war wirklich desaströs und sehr, sehr schlimm. Und in Bezug auf die Impfung können wir zumindest sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung in Mexiko geimpft ist. Das können viele andere Länder wie zum Beispiel Brasilien oder Honduras nicht sagen. Und das ist wirklich etwas Gutes. Wir haben auch sehr viele Expertinnen, die eben auf die Pandemie sich spezialisiert haben, die versuchen, uns zu helfen. Auch wenn das Gesundheitssystem immer wieder versagt und sehr, sehr schwach ist, gibt es immer wieder Menschen, die eben für eine Veränderung arbeiten. Und eine andere Sache, es gibt keine Impfpflicht, sagen wir mal so. Denn es gibt zum Beispiel auch viele Communities, die sich nicht impfen lassen möchten aufgrund ihrer Weltsicht. Und das ist natürlich auch ein Problem, denn damit müssen wir auch irgendwie umgehen. Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Schwachstellen im Gesundheitssystem, aber im Vergleich zu anderen Ländern Lateinamerikas sind zumindest hier fast alle geimpft und das ist etwas sehr Gutes. Und ein allerletzter Punkt, leider muss auch ich sagen, dass die Corona-Politik die Menschen ausbeutet, sie ausnutzt, auch ihre Ängste ausnutzt, was auch Julia gesagt hat. In Mexiko, in Kolumbien, in Honduras. Also da wird Corona wirklich genutzt, um zum Beispiel auch in Bezug auf die Wahlen Menschen zu beeinflussen. Das ist wirklich zu einem politischen Thema geworden, was die PolitikerInnen versuchen, für sich zu nutzen. Und ich glaube, beziehungsweise wir glauben, dass es in Brasilien und in Zentral- und Mittelamerika am schlimmsten ist, dass quasi Corona als politisches Thema so missbraucht wird.
Ja, vielen Dank, Clemenza, das, was du gerade beschrieben hast, dass es quasi in den Einzelnen, dass es einzelne Leute häufig sind, die dann sozusagen dazu, die sich um die Leute kümmern, weil Gesundheitsinfrastruktur oder soziale Infrastruktur einfach zusammenfällt oder in vielerlei sowieso überhaupt nicht oder sehr wenig existent ist. Das erinnert mich auch an die Diskussion vor wenigen Wochen mit Veronica Gago, als sie meinte, nos cuidan las promotoras, also wer uns schützt, sind sozusagen die StadtteilarbeiterInnen und der Staat ist völlig abwesend und wälzt sozusagen die Verantwortung der Pandemie auf diejenigen ab, die sowieso schon die ganze Zeit diese Arbeit leisten und will dann auch noch die sozusagen zur Verantwortung ziehen. Julia, möchtest du darauf noch mal reagieren? Also, weil da waren ja jetzt schon auch noch mal einige Aspekte dabei, genau, also auch mit Hinblick auf die Frage aus dem Chat, wie können denn diese, was sind denn ganz konkrete oder etwas konkretere Ansätze, praktische Ansätze der Fürsorge, die wir im Kontext der Pandemie, wie könnten die denn aussehen, deiner Meinung nach? Und genau, vielleicht kannst du da noch kurz drauf reagieren und dann würde ich auch langsam zum Ende kommen. Ja, ich würde versuchen, einfach das recht kurz zu machen und daher auch so ein bisschen stichpunktartig. Und aber trotzdem würde ich noch mal ganz kurz auf diese Frage nach den kollektiven Fürsorgepraxen eingehen und das, was ihr jetzt ja auch schon beschrieben habt, ist einerseits sozusagen die kollektiven Strukturen, die sich ausbilden innerhalb einer Krise, weil es notwendig wird oder weil quasi Leerstellen entstehen, die sonst nicht gefüllt werden, was total wichtig ist und was auch Ansatzpunkte dafür sein können, wie wir uns andere Beziehungsweisen denken. Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal von meiner Seite auch noch einen anderen Aspekt reinbringen, nämlich diese Frage von, wenn ich von kollektiven Fürsorgepraktiken spreche, dann meine ich eigentlich etwas wie Fürsorge auch als Fürsorge, Gesundheitsversorgung, Fürsorgebeziehungen auch als soziale Infrastrukturen zu verstehen und deswegen sozusagen mit der Perspektive auf Vergesellschaftung. Und das meint eben einerseits andere Eigentumsformen. Also es kann nicht sein, dass unsere Gesundheitsversorgung zum Beispiel in privaten Krankenhausträgern organisiert werden, die damit Profite machen und damit ihre Aktionärinnen auszahlen. Und es kann auch nicht sein, dass die sozusagen auf eine kapitalistische Art und Weise organisiert wird. Das heißt, was wir brauchen, sind, wenn wir sagen, mit der Perspektive auf eine Vergesellschaftung der Versorgungsstrukturen, dann braucht es andere Eigentumsformen und andere Produktionsweisen, also einfach eine kostendeckende Finanzierung, keine, die nach Pauschalen vergütet. Aber das macht halt eben auch die Frage der Demokratie auf. Also wer entscheidet eigentlich darüber, was wir unter guter Fürsorge verstehen? Und das macht natürlich die Frage auf, wer wird eigentlich einbezogen in diese Frage von würdevoller Versorgung? Und es macht die Frage auf, was sind im Moment darin eingeschriebene vergeschlechtlichte Abwertungen? Also bestimmte Aspekte pflegerischer Arbeit sind vermeintlich weibliche, vermeintlich natürliche Praxen, die man nicht erlernen muss. Es sind keine Qualifikationen. Auch damit muss ja eigentlich gebrochen werden, wenn es um die Frage geht, was sind eigentlich kollektive und vergesellschaftete Formen von Fürsorgepraxen. Und um das sozusagen auf so konkrete Beispiele runterzubrechen, im Moment ist es ja so, dass wir genau an diesen drei zentralen Punkten oder vier zentralen Punkten Eigentumsform, Produktionsweise, Demokratie und die Frage der Vergeschlechtlichung nicht eigenmächtig und nicht kollektiv entscheiden, sondern es ist in den Krankenhäusern herrscht ein ökonomisiertes, profitgetriebenes, sozusagen sowohl eine Eigentumsstruktur, die zwar auch öffentliche Träger kennt, aber eben auch private, aber in der Art und Weise der Finanzierung eben profitgetrieben ist oder erlösorientiert getrieben ist. Und das bedeutet, dass eigentlich die Handlungsimperative in den Krankenhäusern überformt werden, nämlich zugunsten von, was kann man sich leisten, was kann bezahlt werden und wie kann man möglichst Kosten einsparen. Und das natürlich muss man damit brechen, wenn es um
kollektive Fürsorgepraxen geht. Aber es ist auch die Frage von sozusagen das, was ich vorher gesagt habe. Wer entscheidet eigentlich darüber, was gute Versorgung bedeutet? Wenn jetzt irgendwie Pflegekräfte darüber sprechen, dass sie eigentlich gern ein Fußbad machen würden für Patientinnen, weil das eben ganz viel damit zu tun hat, wie auch die mentale Gesundheit der Leute ist und ob sie sich wohlfühlen. Und das hat was mit Heilungsprozessen zu tun, ob sie sozusagen, ob die besser voranschreiten oder nicht. Dann kann es nicht sein, dass das dadurch sozusagen entschieden wird, dass die Strukturen das verunmöglichen oder dadurch verhindert wird, dass es selbst von Kolleginnen quasi als so ein bisschen emotionaler Schnickschnack angesehen wird, sondern auch da müssen wir quasi mit den Zuschreibungen brechen, die heute vorherrschen. Und das heißt, kollektive Fürsorgepraxen so ganz, ganz abstrakt und dann aber auch sehr konkret würde ich eben als vergesellschaftete Form, die eine andere Form von Produktionsweise, eine andere Form von Demokratie und eine andere Form von sozusagen vergeschlechtlichten, abwertenden Zuschreibungen meinen, bezeichnen. Damit würde ich sozusagen von mir aus auch erstmal einen Punkt setzen. Ja, vielen Dank, Julia. Ich hätte eine Frage. Ich würde gerne noch auf zwei Punkte eingehen, die Julia gerade genannt hat, wenn das möglich ist. Ja, klar. Du kannst, wenn du dich kurz hältst, dann kannst du noch kurz darauf eingehen und danach noch ein kurzes Schlusswort. Sí, mira, creo que algo que es importante, que significa... Etwas, was sehr wichtig ist, ist, heißt es, gepflegt zu werden oder Pflege zu empfangen, dass es einem gut geht. Und die Pflege, um ein System am Laufen zu halten, um zu arbeiten. Bei den Menschenrechten ist es genauso. Es werden immer wieder die Grenzen austariert. Wer definiert diese Grenzen, um nicht zu viel, beispielsweise, dass wir selbst nicht zu viel arbeiten und uns auf uns selbst aufpassen und es somit möglich machen, dass wir gute Arbeit leisten. Im kapitalistischen System sehen wir das auch sehr gut. Der zweite Punkt noch ganz schnell ist, wer sagt, was ist das Kollektive oder was wird organisiert und was ist das Individuelle? Welche Verantwortlichkeit hat die Organisation? Welche Verantwortlichkeit hat die individuelle Person? In vielen Organisationen war es eine Frage für viele Männer, den Fehler zu finden. Und dieser Begriff der Pflege wurde völlig anders aufgenommen. Wenn wir das Gesundheitssystem und die Pflege anschauen und in der Politik, dann sehen wir, dass wir etwas uns zum Kollektiven hin bewegen müssen, von Männern und Frauen. Ja, vielen Dank. Ihr greift da jetzt natürlich nochmal sehr wichtige Aspekte auf und ganz zentrale Debatten, die Frage nach Vergeschlechtlichung, das konnten wir heute nur weniger diskutieren. Ich finde, ihr habt gerade ganz gute Abschlussstatements gehalten. Ich glaube, es ist nicht nochmal nötig, dass ihr jetzt nochmal abschließende Worte findet. Ich finde den Aspekt, Julia, total zentral, dass wir mit diesen Zuschreibungen brechen müssen, dass das eigentlich das im Kern das ja bedeutet. Also dass diese zugeschriebenen Tätigkeiten einfach keinen Eingang finden in dem darüber nachdenken, wie eigentlich Pflege und Gesundheit organisiert werden muss und dann eben die soziale Infrastruktur, die dabei rauskommt, super prekarisiert ist. Und ich möchte mich bei euch herzlich bedanken für die Diskussion. Das sind zwei sehr unterschiedliche Perspektiven gewesen. Nicht nur der politische Kontext, in dem ihr euch bewegt, die Position aus, von der ihr sprecht, sind völlig unterschiedlich. Eure Ansätze sind unterschiedlich. Und trotzdem konnten wir, glaube ich, zeigen, dass in dem Kampf um Sorgearbeit, Care-Arbeit, in dem
ja, das ist sowas, das ist was Ambivalentes ist natürlich. Das ist nichts Neues, aber die Art und Weise, wie ihr das aus dieser verschiedenen Positionierung heraus nochmal deutlich gemacht habt, das fand ich schon sehr aufschlussreich oder zumindest war es für mich sehr aufschlussreich und welche Praktiken sich daraus ergeben und beziehungsweise das bleibt eine Diskussion. Das ist natürlich nicht abschließend, aber an dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Auch natürlich herzlichen Dank an Medico, an Jule Manek, an Usche Merck, an Susanne Heeg, an alle, die im Hintergrund beteiligt waren. Timo Dosch, der auch im Hintergrund die Fragen moderiert hat und Enterprise natürlich für eure Übersetzungsarbeit, die wirklich wichtig war, dass wir überhaupt heute in Austausch kommen können. Und nicht zuletzt auch vielen Dank an Andrea Schuld, die auch in der Technik arbeitet bei Medico. Und nächste Woche, nein, Entschuldigung, in 2 Wochen ist an dieser Stelle Eva von Redeka mit Nadja Mahmoud im Austausch zu dem Titel Sehnsucht nach der Revolution für das Leben. Das wird die letzte Sitzung dieser Veranstaltungsreihe sein und wirft nochmal einen größeren Ausblick auf die Revolution für das Leben. Genau, vielen Dank und ich wünsche euch allen noch einen sehr schönen Abend.